Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Skyline. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge angefangen, Charlesburg, wie die Stadt hier heißt, oder bisher erstmal das Dorf, aufzubauen. Und so weit sind wir bisher gekommen. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, checkt sie auf jeden Fall erstmal aus. Und falls ihr das Spiel nicht kennt, das habe ich auch in der letzten Folge erklärt. Gut, wir müssen auf jeden Fall hier weitermachen und neue Wohngebiete machen, denn, mein Gott, die Nachfrage nach Charlesburg ist echt riesig. Die Leute wollen hier einfach wohnen. Sagen wir es so, wie es ist. Die Leute mögen es wahrscheinlich hier. Die Leute erzählen es weiter. Hey Oma, hast schon gehört? Meine Schwester oder keine Ahnung, ist nach Charlesburg gezogen. Ich möchte auch hinziehen. Dann sagt die Omi, oh, gibt es da schon ein Altersheim? Und dann muss ich sagen, leider nein, denn wir haben es noch nicht freigeschaltet. Shit, das wollte ich eigentlich freilassen hier beim Kindergarten. Okay, dann lassen wir es frei. Ja, aber irgendwann sollten wir auf jeden Fall nochmal ein Seniorenheim bekommen. Ich finde, Seniorenheim klingt immer so komisch. Gibt es einen besseren Begriff? Ein Altersheim halt, ne? Klingt beides nicht so einladend. Oh, erste Kriminalität. Hier ist ein Einbrecher. Meine kleine Prinzessin saß über 3 Stunden. Was? Was stand da? Prinzessin über 3 Stunden in einem Baum fest. Okay. Ja, dann passt besser auf sie auf, Mann. Ich kann doch keine Feuerwehr holen. Obwohl, wir könnten theoretisch eine kaufen. Polizeiwache oder Feuerwehr? Was wäre denn jetzt besser? Ich sag mal so, potenziell wäre ein Feuer auf jeden Fall schlimmer als ein Einbrecher. Denke ich zumindest. Wir bauen die hier hin. Obwohl, wir bauen die hin. Ja, jetzt sind doch alle glücklich. Sogar bis hierhin hat das ausgereicht. War, glaube ich, ganz gut, dass wir es dahin gesetzt haben. Ja, ich weiß, Alter, da ist ein schwerer Einbruch. Mein Gott. Ich höre... Hör ich irgendwas brennen? Nö. Ja, sobald wir das Geld haben, holen wir uns auch noch eine Polizeiwache. Da kommen wir leider nicht dran vorbei. Es gibt leider immer Kriminalität und anscheinend ist Charlesburg eine ziemlich kriminelle Stadt. Auch wenn bisher nur ein Einbruch war, aber unter 802 Einwohnern ist die Statistik da auf jeden Fall ziemlich weit nach oben gelegen. Die Morgenstraße. Okay. So, Nachfrage nach Industrie wird höher. Die Frage ist natürlich, werden wir jetzt erstmal eine Polizeiwache bauen? Weil ich sehe schon, dass da ziemlich viel los ist. Polizeiwache. Wir können die hier hin platzieren. 12.000 ist schon viel. Das können wir uns eigentlich derzeitig nicht gut leisten, ne? Ja, komm mal. Ganz ehrlich, bevor die Leute hier ihre Manschettenknöpfe langsam nicht mehr finden, dann platziere ich mal lieber die Polizeiwache. Reicht, glaube ich, auch bis hier hinten, also... Auf der Arbeit sollte auch nicht mehr geklaut werden. Warum auch immer man da klaut. Keine Ahnung. So, wir machen mal auf mal 2. Ja, let's go. Schau dich das an. Auf Streife. Oh, hat fast einen Crash gemacht. Ja, der Verbrecher wurde festgenommen. Wunderschön. Gut, die Nachfrage ist wieder nach allem ziemlich groß. Ich werde aber erstmal kurz warten, bis wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Denn das ist gerade ein bisschen... Das wird sonst ein bisschen schwierig. Ich werde aber erstmal hier sowas bauen, weil das bringt uns mehr Geld an als ein Wohngebiet. Das heißt, immer schön davon mehr bauen. Damit es ein ganzes Industrieviertel wird. So, verlegen muss ich nichts. Nee. So, was ich machen wollte, ich wollte mal Stadtviertel einteilen. Also, wir nehmen das erstmal. Und nennen es... So. Fichtenhügel? Nee, so nennen wir das nicht. Da ist kurz einfach mal meine Aufnahme abgeschmiert, weil Discord sich geöffnet hat. Danke dafür, Discord, an der Stelle. Das ist mir eine sehr große Hilfe gewesen. Wir nennen das Gebiet hier Müllbergen. Weil... Die Bergen will ich eigentlich nicht nochmal nutzen. Wir nennen es Müllhagen. Genau, der Müllhagen. Das ist auch super. Oder nennen wir ihn einfach Müllberge. Hätte ich auch eine Idee, oder? Komm, wir nehmen Müllberg. Damit alle wissen, dass hier einfach nur Müll hergebracht wird. Nicht, dass die Leute hier müllig sind, sondern es ist einfach nur Müll hier. Das ist das Gebiet, was nicht so schön ist. Sagen wir es so. Okay. Zweites Viertel. Ich baue mal einfach ein paar Viertel gerade mal. Das wird... Ah, die verbinden sich gerade ein bisschen miteinander. Ist unschön, aber... Ja. Okay, das heißt Butler-Hügel. Oh, das ist gerade unglücklich. Warum? Aber wir nennen es das Butter... Der Butterhügel. Ja, das ist ein Name. Das ist ein guter Name, würde ich mal meinen. Warum geht es den Leuten hier nicht gut?
Was ist los? Die sind doch alle glücklich. Hä, denen geht's doch super. Denen geht's doch pralle. Ist doch super. Ah, jetzt geht's ihnen auch wieder gut. Okay, dann war das nur ein Anzeigefehler oder so. Sehr schön. Okay. Wir haben schon 2024. Uiuiui. Die Jahre vergehen langsam. Ich werde alt. So. Das führte... Oh, wir brauchen schon wieder Strom. Shit. Oh mein Gott, wir brauchen echt ein Kohlekraftwerk. Ich überlege gerade, ob wir ein Darlehen dafür aufnehmen. Eigentlich wollte ich das lassen. Aber vielleicht müssen wir es tun. Vielleicht. So, aber erstmal machen wir das vierte hier. Mühlenhöhen. Ne, das wird heißen... Das wird heißen... Sammy. Viertel. Weil meine zweite Katze heißt Sammy. Und ich habe ja die Stadt schon Schalsbogen genannt. Dann heißt das hier Sammy Viertel. Aber warum nicht? Der Kleine muss ja auch geehrt werden. Über Black Mesa Forschungen. Was? Okay. Ah, die haben wieder Strom. Okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, müssen wir noch eine Mühle bauen. Ah, nevermind, die haben noch keinen Strom. Hm. Ja, die bekommen immer ab und zu mal Strom und dann wieder nicht. Das ist absolut nicht gut. Können wir uns wenigstens noch eine Mühle leisten überhaupt? Ja, die sind aber in Vollbetrieb. Kannst du mir doch nicht sagen, dass da kein Strom ankommt. 6000. Naja, wir müssen eine holen noch. Aber ich glaube, nach der werden wir dann auf den Kohlekraft wechseln müssen. So ungern ich es mache, weil es ist umweltschädigend und es ist eigentlich einfach nur scheiße. Ist ganz gut, dass man das... Ich weiß gar nicht, benutzt man Kohlekraftwerke noch in Deutschland? Ich weiß nur, dass Atomkraftwerke halt nun mal nicht mehr benutzt werden, was auch schon mal nicht schlecht ist. Neue Dienstleistungen. Was? Was soll das sein? Was? Was soll das hier sein? Hä? Parks und Plätze? Nee, die mache ich manuell. Da werde ich mir doch nicht ein ganzes Viertel direkt kaufen. Das ist doch gar nicht mehr... Das ist doch nicht mal mehr meins an der Stelle. Schau dich an, wie schön in der Nacht die Stadt langsam aufleuchtet und wie hier richtig viel Smog drüber ist. Ah, das Industrieviertel muss immer ein bisschen drunter leiden, das ist normal. Okay, hier werden Arbeiter gesucht. Verständlicherweise, denn das Wohnviertel muss wieder ein bisschen ausgebaut werden. Aber dazu muss ich auf jeden Fall sagen, wir haben ja noch keine normalen Schulen. Wir haben ja bisher nur Grundschulen. Von daher ist natürlich klar, dass wir einen leichten Arbeitermangel haben. Denn man braucht natürlich auch Leute, die eine Ausbildung oder so haben. Oder einen Abschluss oder sowas. Auch wenn das Prinzip natürlich ein bisschen blöd ist, trotzdem. Also auch in echt sagt das eigentlich, dass das einen Menschen ausmacht, nur weil er diese bestimmten Ausbildungen hat und sowas. Ich meine, bei so Berufen wie Ärzte oder so, da gibt das auf jeden Fall Sinn. Aber keine Ahnung, du brauchst doch nicht eine bestimmte Ausbildung, um dann irgendwie in einem Supermarkt zu arbeiten. So. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall ein Rohr verlegen. Wir sind gerade ein bisschen an der Minusgrenze bald schon. Das ist, geldtechnisch könnte es... Oh! Ach, never mind. Alles gut, wir wurden gerade gerettet von der winzigen Kleinstadt. Wir haben 1000 Leute wohnen schon in unserer kleinen, gemütlichen Stadt. Landschaftsbau, Parks und Plätze, einzigartige Gebäudestufe 2. Das juckt mich irgendwie nicht ganz. Haustierverbot, Rauchverbot, Parks und Erholung. Ich sag nur schon mal so, Haustierverbot wird nirgendwo hinkommen. Ich finde das absolut unnötig. Aber Rauchverbot werden wir vielleicht irgendwo mal machen, wo halt so ein bisschen... Wir können zum Beispiel da machen, wo die Grundschule und sowas ist. Parks und Erholung, das gefällt mir. Neue Straßen und sehr viele Parkanstalten. Keine Ahnung, wie man es nennt. Aber sehr schön, cool. Unsere Stadt wächst mehr und mehr. Das ist schön zu sehen. Ja, ja, ihr bekommt ja jetzt Wasser. Regt euch mal nicht auf. Oder müssen wir einen neuen bauen? Nein, okay, gut. Sehr schön. Der Butterhügel. Der hat definitiv den besten Namen bekommen. Da können die echt stolz sein. Und wo arbeitest du so? Ja, beim Butterhügel. Ah, chillig. Da kann man echt stolz auf sich sein, wenn man da arbeitet. So, die Leute regen sich auf, weil ich hier noch eine Straße hinbaue. Aber, ja, was soll ich machen? Was zur Hölle soll ich machen? So, warte mal, steht das Gebäude leer? Nee, noch nicht. Denn man muss nämlich auch Gebäude, die leer stehen, manuell abreißen. Da dort halt neue hin müssen von anderen Firmen. Das heißt, wenn du die nicht abreißt, werden da richtig viele Lost Places, sag ich mal, entstehen und dann, ja, davon hat halt niemand wirklich was. Vielleicht für zum Erkunden cool, aber sonst. Das war's dann nämlich auch. Gut, die Nachfrage zum Industrie wächst langsam wieder. Das ist natürlich nicht sehr cool. Denn Industrie braucht viel Platz, ist aber extrem nervig an sich.
Weil es ist laut, es verbreitet Umweltschmutz und ja, was nicht noch alles, ne? Aber wir müssen es natürlich bauen, weil wir wollen Geld machen. Wir wollen Geld machen. Ich bin geldgeil. Ja, ich geb's zu. Nein, eigentlich nicht. Aber in diesem Spiel schon. Meine Stadt muss weiter heranwachsen. Es wird langsam Zeit. Diese Stadt wird später größer als Berlin sein. Könnt ihr es glauben? Auch wenn nicht mal genug Platz dafür derzeitig ist. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind das hier 2x2 Kilometer. Weil jedes Gebiet immer so ist. Ja. Das heißt, derzeitig wird das noch nicht größer sein. So. Ja, Industrieviertel können wir eigentlich nochmal ein bisschen vergrößern. Haben die da oben überhaupt Wasser? Das ist die erste Frage, die mir in den Sinn kommt. Ja. Aber gerade so, die Ecke hier, wenn da irgendein kleiner Betrieb aufmacht, sind die direkt so, ey, wir haben kein Wasser, was soll die Scheiße? Man kriegt hier nichts geboten in dieser Stadt, ich zieh wieder um. Nein, 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 bleibt hier. Okay, warte mal, kommen wir mal zu den Parks. Denn Leute freuen sich extrem darüber, einen Park zu haben. Denn verständlicherweise ist das halt so ein Ding. Und hier passt perfekt einer hin. Direkt neben der Grundschule, so ein kleiner, gemütlicher Park. Ich denke, das lohnt sich. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen laut. Grundschulkinder, die schreien ein bisschen rum. Aber letztendlich, die wollten hier eine Grundschule haben, also haben sie auch eine bekommen. Mein Gott, sollen sich nicht aufregen. Wenn es an mir ginge, hätte ich da keine hingebaut. Doch, wahrscheinlich schon. So, das hier ist die Feuerwache, ne? Mhm. Im Normalbetrieb. Ja, für die kleine Stadt brauchen wir auch bisher noch nicht mal eine größere. Wie sieht's hier aus? Pass auf, wir haben hier Statistiken und da können wir sehen, wie zum Beispiel die Umweltverschmutzung aussieht, glaube ich, zum Beispiel. Hier ist, by the way, die Windrichtung. Sieht soweit aber okay aus, würde ich meinen. Gerade hier kommt halt sehr viel Wind. Ich glaube, ich habe das ganz gut platziert, denn am Wasser ist natürlich mehr Wind. Das ergibt natürlich ziemlich viel Sinn, würde ich mal meinen. Mal Kriminalität. Da ist alles fresh, das ist schön. Gesundheit, Bürgerzufriedenheit, Bildung, Wasser. Ich will aber eigentlich das Abwasser sehen. Naturstoffe, bla bla bla, ausgebende Verbindungen. Das hier, Verschmutzung. Ach, das geht ja wohl noch. Also bisher ist noch nicht viel Verschmutzung da drin. Das sieht doch soweit ganz, ganz nett aus. Gut. Schön zu sehen. Die Nachfrage nach Wohnungen wird wieder höher. Okay, gut. Dann bauen wir halt noch ein paar davon. Ein paar Wohnungen sollen es also sein. Zum hier essen oder zum mitnehmen? Zum hier essen. Okay. So. Gut. Oh, ich habe aus Versehen fast die falschen platziert. Ich wollte schon die blauen dorthin platzieren. Ich meine, gut, obwohl man sagen muss, so ein kleines Gewerbegebiet mitten in der Stadt. Die werden sich wahrscheinlich aufregen, die Bürger. Aber ich würde das cool finden. Ich mag so eine kleine Center Mall. Ich finde das ganz cool. Also können wir das eigentlich mal in Betracht ziehen, dass hier so ein bisschen Gewerbegebiet nochmal ist. Ist natürlich jetzt blöd wegen der Grundschule. Ich denke, das werden die nicht mögen. Aber ja. Bro, du bist gerade in ein anderes Auto reingefahren. Was soll das? Polizei, achtet mal ein bisschen mehr drauf. So. Und so. Da haben die auf jeden Fall Wasser. Und dann ist die Nachfrage nach Häusern auf jeden Fall ein bisschen geringer. Okay. Ja, das Sammy-Viertel sieht doch schon ganz stolz aus. Ich weiß nicht, ob wir das auch noch das Sammy-Viertel machen oder ob wir da schon Neues anfangen. Ja, von oben sieht die Stadt bisher aber auf jeden Fall noch nicht so vielversprechend aus. Aber das wird schon gehen. Das ist nicht so schlimm. Okay. Verkehrsmäßig sieht es aber auf jeden Fall ganz gechillt aus, würde ich mal meinen. Hier geht jemand zur Arbeit. Hier steht ein Roller. Ich wusste gar nicht, dass es die hier auch gibt. Motorroller geparkt. Besitzer Walter White? Was macht Walter White hier? Der guckt doch... Der kocht doch Meth hier irgendwo zwischen, oder nicht? Wann hat der sich denn Motorroller geholt? Der gute Walter Wright. So. Wonach ist die Nachfrage? Okay, wir machen wieder ein kleines blaues Gebietchen. Ich glaube, ich mache noch mal ein bisschen weiter nach hier rein. Weil letztendlich ein Grüngürtel muss nicht so breit sein. Wir brauchen wirklich nur so ein, zwei Straßen Abstand. Dann geht das, denke ich, auch schon. Also begriffmäßig, Grüngürtel heißt übrigens, ich glaube, das sollte aber jeden Begriff sein eigentlich, dass ein Platz zwischen der Stadt und dem Industrieviertel ist, damit halt, sage ich mal, die
bestimmte Abgase und sowas halt drüben bleiben. Obwohl das natürlich fragwürdig ist, ob das überhaupt so ist, aber ja, zumindest ist der ganze Lärm nicht unbedingt so weit drüben. Oh, jetzt ist die Nachfrage wieder nach Industrieviertel. Ugh. Ja, so läuft das ganze Spiel übrigens. Immerzu wird irgendeine andere Nachfrage herrschen. So. Oh, da ist wieder ein Einsatz. Schau die neue an. Er ist auf dem Weg. Wo ist denn hier ein Einbrecher? Wo wird hier eine Straftat begangen? Wieder im Industrieviertel. Immer diese Industrieleute. Oh, schon wieder an diesem Teil hier. Wie angegossen GmbH. Ja, die klingen doch schon so, als wenn sie Geldwäsche betreiben. So. Okay, hier wird weiterhin gebaut. Cool. Sollte uns mehr Geld einbringen. Wir machen gerade wirklich ganz gut Plus. Das muss man ehrlich sagen. Wir machen gut Plus. Das ist angenehm. Ashlyn White? Das ist doch die neue Frau von Walter White. Okay, ich hör auf. Da fängt der Junge schon an, Roleplay zu machen hier. So, es muss leider ein bisschen schräg sein. Komm, wir machen jetzt mal ein großes Wohngebiet hier hin. Es wird langsam Zeit. Man muss es auch mal machen. So. Und so. Jetzt werden hier viele neue Häuser stehen können. Das ist angenehm. Viele neue Einwohner. Wann ist denn die nächste Stufe? Kann man das irgendwo sehen? Wahrscheinlich 2000, denke ich. Brauchen die Wasser? Ja, natürlich. Also ich weiß nicht, vielleicht ziehen da ja auch Leute ein, die kein Wasser brauchen, ne? Ich würde nachfragen. Hey, mit was wascht ihr euch? Gar nicht. Ah, okay, cool. Das wäre die perfekte Antwort darauf für mich. Da müsste ich mich nämlich nicht drum kümmern. Die Steine hier verschwinden alleine, weil es gibt nämlich auch große Steine, die nicht von alleine verschwinden, wie zum Beispiel der hier, glaube ich. Die muss man manuell abbauen. Hier hinten ist so ein Steg. Oh, man ziemlich ranziger, um ehrlich zu sein. Ich dachte eben, ich wollte gerade schon sagen, das sieht eigentlich ganz cool aus. Bestimmt voll chillig dort. Never mind. Sieht ranzig aus. Vergessen wir es wieder. Da wird keiner erstmal hinziehen. Machst am besten direkt eine Grundschule nehmen, dann fliegen da alle Kinder ins Wasser aus Versehen, weil die zu neugierig sind. Was meinte ich vorhin nochmal mit dem Kohlekraftwerk? Ich wollte es eigentlich bauen jetzt, ne? Scheiße, ey. 19.000 kostet das. Warte mal, wie viel bringt das denn? Ganz kurz mal nachschauen. Ich pausiere mal kurz und dann... Kosten 19.000, Verschmutzung, Lärmbelästigung, Ausgangsleistung 40 Milliwatt wahrscheinlich oder so. Die Musik, die geht gerade ordentlich rein. Mein Gott, die fühlt es aber ordentlich gerade. Die bringen 8 MW. Das heißt, das sind ungefähr... Ein Kohlekraftwerk sind so um den Daumen 5 Windmühler. 5 Windmühler. Ach so. So heißen die jetzt also. Okay. Ja, komm. Ganz ehrlich. Wir müssen es tun. Ich weiß, die Leute werden sich aufregen. Mehr Umweltverschmutzung. Und ganz ehrlich, ich verstehe die Aufregung auf jeden Fall. Ich bin ja echt auch auf jeden Fall voll dagegen gegen so eine Scheiße. Aber unsere Stadt muss wachsen. Später machen wir einen Staudamm hin. Ganz, ganz grüner Strom. Und dann werden sich die Leute auch wieder darüber freuen. Aber bisher regt sich tatsächlich noch nicht wirklich wer auf. Das Ding sieht aber auch hässlich aus. Sieht ein bisschen aus wie das Haus von Futurama. Wenn ich so drüber nachdenke. Ja, hat doch Bender seinen Schrank drin, der so groß ist wie seine Wohnung. Ist das hier? Ach nee, ich hab gedacht, es wäre ein Trampolin. So ein Zirkus-Trampolin. Das wäre ganz cool gewesen. Ja genau, sowas wie Zirkusse gibt es später übrigens auch, die man hinbauen kann. Werde ich aber bewusst nicht bauen, denn ich bin gegen Zirkusse. Nicht cool. Den Tieren geht es dann nicht sehr gut. Wir machen einfach sowas wie ein kleiner Weihnachtsmarkt oder sowas. Das hört sich doch schon cooler an, finde ich. Mein Gott, haben die ein auffälliges Dach. Also das sieht wirklich... Huiuiui, die wollten richtig auffallen. Kann das sein? Das fällt aus 500 Kilometer Höhe auf. Schau ich das mal an. Da ist immer noch das Haus. Ja, da hat jemand das aber gefühlt. Aber ja, warum nicht? Oh, hier brennt es. Oh, shit, da brennt es wirklich doll. Feuerwehr, bitte tut was. Mein Gott, das ist, okay, die kümmern sich darum. Da bin ich ja ganz froh drüber.
Ich sag nur so, oh, das Gebäude brennt auf einmal komplett unter Flammen, total alles am Brennen. Da hat bestimmt jemand den Braten im Ofen gelassen. Die Musik führt es ab und zu mal richtig. Am Anfang war die noch richtig creepy. Habe ich mir schon gedacht, ja. Aber manchmal ist sie ein bisschen zu laut, habe ich das Gefühl. Ich muss sie noch ein bisschen leiser stellen. Ich denke, das wird sonst ein bisschen nervig. So, habe sie mal ein bisschen leiser gestellt. Ich glaube, es sollte jetzt besser sein. Okay. Oh, schau dich die Donut-Wegen an. Warum haben die hier sowas Cooles? Sind das wirklich Lieferdienste? Weil ich würde mir jetzt auch einen Donut bestellen. An deren Stelle. Da wäre ich auch absolut drin in dem Business. Das wäre cool. Gut. Ich würde aber sagen, das war's erstmal mit der zweiten Folge von City Skyline. Wir sind eigentlich ein gutes Stück weitergekommen. Wir machen gut Kohle derzeit. Wir machen auch gut Einwohnerzahlen. Könnte ein bisschen besser laufen, aber die Nachfrage wird wahrscheinlich demnächst wieder ein bisschen größer. Ich würde sagen, lasst eine Bewertung da. Habt noch einen wunderschönen, stadtreichen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von City Skyline. Bis dann. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.